Immer noch schreiben wir den 17. Rajab. Mittlerweile ist es kurz vor der Abenddämmerung. Im Sommer steht die Sonne zwar lange am Himmel, aber wenn ihr an die längsten Tage des Jahres denkt, dann zieht sich euch jetzt schon der Magen zusammen. In 13 unheiligen Tagen graut der Jahreswechsel. Nachdem ihr die Leichen der Erhaltengarde aufgebahrt habt und vor ihren Löchern kniet, denkt ihr zurück an das, was ihr euch in diesem Jahr eingebrockt habt, was es euch gebracht habt. Zwar fing es ganz gut für euch an, doch das Ende war und ist weiterhin apokalyptisch. Dapazien und das Schild des Reiches, Werheim, ist gefallen. Gareth und Romulus liegen in Trümmern. Oron und Maraskan haben sich blitzartig ausgebreitet und haben das fruchtbare Aranien verheert. In 13 unheiligen Tagen endet das Jahr. Die fünf Namenlosen werden sicherlich noch viel Chaos bewirken, so wie sie dies jedes Jahr tun. Doch wie es danach weitergehen wird, kann nur Satinaf wissen. Vor euch liegen die Stadtmauern. Immer noch braucht ihr einen Plan, habt bisher nur einige Informationen. Boltax sitzt immer noch in den Bergen und spricht mit den Geistern. Und so beginnen wir. Ja, vor euch das kleine Bauernhaus, vor dem ihr gekämpft habt, die einzelnen Leichen mittlerweile in kleinen Gruben, sodass die dann auch mit etwas Aufwand dann nicht mehr von den Stadtmauern zu sehen sind. Und ihr sammelt euch gerade noch einmal, schaut euch etwas um und betrachtet dann euer Werk. Wir sollten uns umhorchen. Vielleicht weiß Frau Toberin etwas über die Stadt. Über die einzelnen Sicherlich. Viertel. Schaden kann es wohl kaum. Frau Toberin? Kommt einmal her. Toberin, ja, Leta. Ihr könnt Leta zu mir sagen, mein Herr. Ja, gewiss, Frau Toberin. Nun, was könnt ihr uns über die Stadt erzählen? Gibt es dort bestimmte Viertel? Also, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ganz grob hat Romulus 10.000 Einwohner, einschließlich den Pilgern und den Flüchtlingen. Und das Wappen ist ein golden mit zwei roten Schlüsseln, darüber eine rote Rose. Und die Herrschaft wird meist durch das heilige Paar der Travierkirche bestimmt. Die werden allerdings dann durch den Stadtvogt, Redenhard von Opstein, vertreten. Aber eigentlich ist es eine Traviakratie, würde ich sagen. Unterstützt dann durch den Hohen Rat der Stadt. Wir haben eine Garnison mit grob 40 Gänserittern und zwei Bannern der Stadtgarde, aber ich glaube, die gibt es dann wohl auch nicht mehr in der Form. Ein paar diverse Garden von verschiedenen Adelshäusern. Wir haben ja hier, naja, vor allem die Rabenmunter oder die Mersings. Ich schnapp mir mal so einen Stock, so einen Ast, ja mal, hoffe ich, darum nicht, und zeichne mal einen Kreis ein, der die Stadt Romlis darstellen soll. Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo wir bestimmte Institutionen finden, wie den Fex-Tempel, den Bowon-Tempel, das Informationsinstitut, den Praios-Tempel? Aber mir, warum schaut ihr nicht einfach auf die Karte? Die Kerr Ich so. versuche, diese Karte mit Romlis in Deckung zu bringen. Die Kerr so kleinteilig wie uns abgezeichnet hat. Haben wir eine Karte? Wir haben in dem Lager der Rondrianer eine bekommen, ja. Ach Was hat die so. gemalt? Nicht bekommen, aber abgezeichnet, ja. Und da haben Ah. wir einen Kartograf. Kiaras war ja sehr, sehr lange auf See unterwegs und hat dann dementsprechend eine gezeichnet. Dann lass uns vielleicht mal einmal reingehen ins Haus und lass uns diese beiden Karten miteinander vergleichen. Ihr meint die des Kanals? Ja, genau, dort seht ihr nicht das Boron-Symbol und dort scheint mir ein Fex-Symbol und dort ist das Pari-Symbol. Vielleicht finden wir einen weiteren Einstieg in die Stadt. Das macht doch nun aber absolut keinen Sinn. Ich meine, seht doch mal hier. Das Boron-Symbol ist der Karte wohl auf der Ostseite. Ihr müsst die Hatten wir die Karte richtig herum? drehen. Ihr müsst die Karte drehen, dann passt es. Dreht sie um 90 Grad. Wohl eher um. Wie viel ist einmal rum? 180, ja? Ja, 180 meine ich in dem Fall, ja.
Dreht ja, die Karte auf den Kopf. Soll ich euch die Karte drehen? Aus dem Off? Ja, bitte. Ich kann das nicht selber. Du kannst sie auch freigeben, damit wir es selber machen können. Ja, geht nicht, weil sie dann als Token nicht mehr drehbar ist. Sag nee, dann lass sie, müsst ihr das vorstellen. Seht ihr, hier nördlich vom Bohrenfeld ist ein Einstieg dargestellt. Dieses X, ich weiß, ich hoffe, dass es zumindest ein Einstieg ist. Nun, ich meine, wenn wir sie drehen, ist es nicht mehr nördlich, nicht wahr? Doch, sie ist nördlich. Nee, süd. Ja, ich meine, wenn wir sie um 90 Grad drehen. Ja, ich meine, um 180 Grad, dann müsste die Karte. Dann wäre recht, um 180 Grad, dann passt es wieder nicht. Und aber wenn wir sie um 90 Grad drehen, dann wäre es der neue Bohrername. Den meinte ich, ja. Den, Das X wäre dann aber außerhalb der Stadt? Genau. Darauf wollte ich hinaus. Vielleicht sollten wir uns diese Gegend vielleicht etwas genauer anschauen. Nun, die Zeit drängt, aber schaden kann es wohl trotzdem nicht. Ansonsten, Wir müssen eh über den Fluss. Der ist auch innerhalb der Stadt. Aber wo ist auf dieser Karte denn der Anstieg in der Nähe der Skerberfeld ist? Sehe ich gar nicht. Hier ist wahrscheinlich dargestellt. Vielleicht ist es nur ein Teilabschnitt einer Karte. Oder der Einstieg ist dort so klein, dass man nicht hineingehen kann. Das wäre auch möglich. Wie sagt man im engeren Tempel? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ich glaube nicht, dass man das im engeren Tempel sagt, aber... Die Zwerge sagen das immer. Nein. Nun, wie gedachtet ihr, über den Fluss zu kommen? Wir haben ein Boot. Ein Boot oder ein Floß würde ich das nicht nennen. Ich denke, erst einmal in Ruhe und Frieden über den unbewachten Fluss zu starken, ist ein sehr guter Test, was die Schwimmfähigkeit angeht und die Steuerbarkeit. Ich denke auch, wenn wir jetzt dieses Floß schon gebaut haben, dann sollten wir es auch zum Einsatz bringen. Und ich denke, wenn wir uns damit treiben lassen und dann tatsächlich nur starken, dürfte das auch nicht so viel Lärm machen. Das kommt dazu. Ich blicke mal gekniffen zum Horizont hinauf. Wie ist die Uhrzeit? Also du würdest vermuten, dass es so 17, 18 Uhr ist. Wie gesagt, die Sonne ist im Untergehen begriffen. Es ist immer noch hell. Wie gesagt, es ist Sommer. Aber wenn du noch grob 3-4 Stunden wartest, dann würdest du sicherlich auch in der Dämmerung oder in der Dunkelheit dann diesen Fluss befahren können. Ja, aber das wollen wir ja gerade nicht. Und wir haben noch eine Weile Tageslicht. Ich schlage vor, wir brechen am besten jetzt auf. Ein wenig den Fluss hoch noch und schauen wir einfach mal, wie gut sich dieses Ding steuern lässt. Meint ihr wirklich, man kann dieses Ding tragen? Rafim hat schon fast kaputt gemacht, als er es in die Schollen getragen hat. Und Rafim hat es auch alleine getragen. Wir sind zu viert. Zum anderen binden wir notfalls ein Seil daran und ziehen es den Fluss hoch. Wieso sind wir zu viert? Weil Abed mir immer meckert, wenn er was tragen muss. Deswegen ist er natürlich ausgenommen. Es ist zu schwer. Richtig, es ist schwer und er will nicht. Ein sehr vernünftiger Vorschlag. Ach so, na gut. So, kommt mal, meine Herren und meine Damen. Tragen wir jetzt dieses gammelige Stück Holz hier vorne. Könntet ihr bitte aufhören, aber mir ist Ingerim gefällig, das Werk zu beleidigen. Erstmal habe ich es gebaut und deswegen weiß ich, dass es ein Haufen Scheiße ist. Das Einzige, was der gemacht hat, ist, die Schrauben zu sortieren. Die übrigens jetzt sehr schön sortiert sind, aber mir. Das habt ihr toll gemacht. Ich habe euch Anweisungen gegeben. Das ist viel wichtiger. Richtig. Ja, also, dann wollen wir keine Zeit mehr verlieren. Nicht da vorne anfassen, sonst fällt's auseinander. 2 Meter weiter links. Sonst. Oh, habt ihr nicht einmal die Kuhscheiße abgewischt? Das ist ja widerlich hier. Es ist eine Scheunentür, an die wir unten hier Fässer genagelt haben. Was habt ihr erwartet? Naja, dass ihr die Scheiße abwischt, aber na gut, mach ich's halt selber. Das ist wohl genug der Beschwerde. Kommt, hoch damit.
Ja, dann könnt ihr nach und nach euch die Fässer und das Gartentor auf die Schultern hieven. Aufgrund von Größenunterschieden ist das dann doch schwieriger als gedacht, aber mit vereinten Kräften werdet ihr dann doch irgendwie an den Fluss herankommen und dann auch noch ein Stück in Richtung Norden gehen können. Den Strom also in Richtung des Wasserfalls nach Norden und könnt dann dort nach, ja, je nachdem, 1, 2 Kilometern das doch absetzen, je nachdem, wie weit ihr wollt. Gut außer Sicht. Also wenn wir außer Sicht sind, wahrscheinlich noch ein Stück. Ja, so Oder eigentlich die ihr. Stadtmauern werden dann kleiner und kleiner. Die Rauchwolke bleibt dann natürlich bestehen. Das ganze nördliche Viertel ist dann ja abgebrannt oder brennt immer noch, schwelt, kokelt. Und der Lärm, der Kriegslärm oder die Schlachten auf den Straßen werden dann zumindest leiser. Wird dann noch sehen, wie hier wohl einige Spuren existieren von Karren. Einige sind auch zerbrochen und liegen dann am Rand, wurden dann bereits geplündert. Ja, von irgendwelchen Flüchtlingen aus Dapazien, die dann Richtung Süden wollten, es aber nicht geschafft haben. Also die Spuren der Verwüstung sind dann auch hier schon gegeben. Ich gucke mir auf der Reise nach Norden den Fluss hinauf. Schaue ich mir den Fluss an, ob es dort Untiefen gibt, Sandbänke etc. Die uns. Also Sandbänke, du wirst sicherlich mal die ein oder andere Sachen Einstieg finden, der möglich ist, aber es gibt keine Sandbänke oder keine Furten, keine Passagen. Der Fluss, wie gesagt, 100 Meter breit, mal mehr, mal weniger, und ziemlich reißend, das definitiv. Ja, mir ging es darum, weil sie jetzt den Fluss hinunter paddeln und treiben lassen, würde ich ungern auf eine Untiefe auflaufen oder auf eine Sandbank. Also da brauchst du auch nicht wirklich viel Wildnisleben für. Also sowas wie eine Sandbank wird es da nicht geben. Die sind unklar, also schon sehr, sehr tief dafür, dass es ein Fluss ist. Definitiv dann auch für Schiffe befahrbar. Mit so einem Boot werdet ihr dann keine Probleme haben. Ist es nur die Frage, ob ihr mit der Strömung nach drüben kommt und wenn ihr Treibgut habt, sowas wie mehr oder minder große Stöcker, vielleicht Bäume, die dann im Wasser liegen, dann könnte das natürlich schon kritisch werden. Aber allein jetzt mit einer Sandbank wird das nicht das Problem sein. Dann wir sollten uns lange Stöcker besorgen. Wo du das gerade erwähnst, hat schon irgendjemand diese komischen Starken, von denen ihr die ganze Zeit redet, gesehen? Das sind diese Stöcker. Ja, richtig. Wir nehmen dafür einfach die Bohnenstangen von irgendwelchen Höfen hier. Es sei denn natürlich, ihr wollt noch mal 2 Stunden hier sitzen und einen langen Nasen suchen und zurecht schnitzen. Ich bin immer dafür, wenn man Sachen klauen kann, dass wir die klauen. Wir setzen das Ding ab, besorgen uns noch, sagen wir, 2 Bohnenstangen. Nochmal 3 draus, weil Raffin gerne klaut. Ja, also vermutlich bietet sich da irgendwie sowas an wie ein verlassener Bauernhof. Da könnt ihr dann wieder an die nächsten Zaun herantreten und brecht dann dafür Zaunlatten raus. Die werden nicht lang genug sein. Ich denke Nee, mal. deswegen sage ich ja Zwei Bohnenstein, Meter. weil gibt es auf jedem Bauernhof, der irgendwelche Bohnen anbaut und die sind bestimmt 2 Meter lang. Ein Bauernhof, der keine Bohnen anbaut, wäre was Seltsames. Okay. Wenn wir wieder am Fluss sind, möchte ich diese Stange mal ins Wasser halten. Ist der Fluss tiefer als 2 Meter? Also auf der jeweils einen Seite, an der Uferseite, wirst du damit rankommen, aber wenn du weiter in Richtung der Mitte kommst, dann auf gar keinen Fall mehr. Dann reicht auch allein schon die Breite eures eigenen Bootes, damit es da dann zu tief abfällt. Ich würde auf dem Bauernhof nachgucken, mache einen provisorischen Paddel oder mehreren, vielleicht so Also doch die Zaunlatten. abgebrochene Spaten, etwas mit einer breiten Fläche auch. Ich meine, wie auch ein nennt die Dinger, diese Brotstangen mit so Ja. einem. Ja, also das ist eine Ackerbauprobe, wenn du jetzt auf einem Bauernhof dich zurechtfinden willst. Nicht wirklich Hauswirtschaft, sondern eher Ackerbau. Alles klar. Schauen wir mal. Nein. Möchtest du einen Chippy ausgeben? Nein. Dieser Ruhe darf natürlich auch würfeln, wenn sie mag. Nicht für Ackerbau. Ja, komm, ich hab's erst gesteigert. Oh, Ohne wo waren wir Schaden da? Wird sich doch wohl noch in einer kleinen Scholle zurechtfinden. mehr. Torbrien, go! Totschlag, Ja, Torbrien! Abel mir geht dann erstmal in Richtung des kleinen Bauernhauses und Isarun und Jalan gehen dann direkt erstmal in die Ställe.
und können dann da auch nicht nur kaputte Spaten bergen, sondern auch noch richtige funktionierende mit einer Eisenspitze. Diese Städter. Unfassbar. Hier ist kein Spaten. Ja, ihr sucht ja auch im Abort. Warum sollte da ein Spaten sein? Das ist doch nicht der Abort, das ist die Küche. Also, Itarun. Aber mir denkt ihr, die Leute graben gewöhnlicherweise Löcher in ihren Häusern? Ich überlege gerade, wenn Abimir tatsächlich im Abort steht und er sagt, das ist die Küche. Ich drücke ihm einfach die Spaten. Spaten. Die Spaten in die Hand. Hier, haltet das. Komm. Schaufeln. Ah, gut, danke. Nun, auf geht's. Eine Seefahrt, die ist lustig. Gut, Frage an euch. Was wollt ihr alles mitnehmen? Wollt ihr euer gesamtes Inventar mitnehmen? Die gesamten Rucksäcke, so wie sie aktuell befüllt sind, denn das würde eure Behinderung natürlich jetzt auch maßgeblich beeinflussen. Um Oder Willen, wenn ihr sie nicht am Rücken tragt, die Rucksäcke, und das Boot geht unter, dann würde natürlich auch eure Ausrüstung darunter leiden. Also ich würde sagen, alles, was wir nicht unbedingt brauchen. Also ich muss die Rüstung in den Rucksack packen und ein Schwert für einen Hebel. Alles andere würde ich in einer Scheune verstecken. Das Stroh. Gut, das heißt, du bist nur bewaffnet für den Kampf, ja? Und mein Stab natürlich, ist klar. Ja. Also. Okay. Also ich nehme auch nichts mit. Also nichts, was ich nicht am Mann habe. Was denn? Also du hast eine Rüstung? Ja, eine Rüstung. Ich habe zwei Waffen und ein Messer. Und ansonsten, den Rucksack lässt du hier. Also Gepäck bleibt hier. Ich meine, wir wollen nur das Boot testen. Wir wollen jetzt nicht auch immer das einbrechen. Genau, also jetzt für Boot testen würde ich tatsächlich auch nicht viel mehr mitnehmen. Also wenn wir nach Romnes reingehen, dann würde ich tatsächlich noch Alchemiker mitnehmen. Aber jetzt einfach mal, um das Ding zu testen. Ach so, ich habe gesagt, wir wollen jetzt schon gleich los, dachte ich. Aber es ist doch noch hell, das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben doch gerade gesagt, wir gucken erstmal das Boot an. Wenn das Boot schwimmt, dann gehen wir erstmal auf die andere Seite und suchen diesen Kanalgang. Und wenn wir den nicht finden, dann gehen wir erst nach Romnes rein. Ach so, ist klar. Da, ihr Landratten. Dann steigt mal auf. Wie bitte? Oh je, wie er schon redet. Wie gehen wir denn in der Mitte von diesem, wie lange breit ist der Fluss? Kann ich das mal abschätzen? 100 Meter. Im Durchschnitt. Also, diese Starken, die er daran geschafft hat, sind 2 Meter lang. Die schaffen ich gerade noch hier so auf den Boden zu kriegen. In der Mitte werden wir einfach ganz mies treiben. Deswegen wir stoßen paddeln. Uns mit Kraft ab und in der Mitte rudern wir dann. Also, rudern, paddeln, was auch immer. Ach, ich ahne fürchterliches. Am besten lege ich meine Robe ab. Ein wenig Vertrauen in den Herrn Grimm und seine Werke, bitte. Habt ihr was dagegen, wenn ich dramatisch am Rand stehe und euch beim Ertrinken zugucke? Ja, ja. Das habe ich befürchtet. Ja, komm, Mira, komm. Wir schauen uns dieses hässliche Viech doch mal im Boot mal an. Du kannst ja schwimmen. Ich weiß. Ja. Ich würde mal meinen gesamten Rucksack auf den Boden kippen, bis auf meine Heiltränke. Und Mira in meinen Rucksack packen. Okay. Mach mal eine Abrichtenprobe. Ah, kein Problem. Mira liebt ihren Rucksack. Immerhin 4 Punkte. Vor allem hinten mit Charisma auf die 11, ne? Ja, ich bin halt uncharismatisch wie so ein Sack Kartoffeln. Ja, nimmst den Bären, steckst ihn in den Rucksack und drückst den Kopf unten rein. Ja, die sollte schon oben rausgucken, ne? Mira und ich gucken uns die Welt an. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man ein Boot bepaddelt. Bepaddelt, ist das richtige Wort? Ihr tut die breite Seite von diesem Spaten ins Wasser und drückt durch die vorne. Ich bin kein Idiot, aber ich habe es nur noch nie gemacht. Ich auch nicht, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Aber okay, wir sind buchstäblich. Wer ist jetzt diejenigen, die auf der Flussinnenseite und auf der Außenseite paddeln? Ja, zwei links, zwei rechts, oder? Ja, aber wer? Rafim und ich sind kräftig, deswegen paddeln wir gegenüberliegend. Also sagen wir mal, ich auf der Innenseite, Rafim außen. Und Abelmir und Iseroni macht das unter euch aus. Ja, ist mir scheißegal. Links, rechts. So, dass wir irgendwie mehr oder weniger die gleiche Gewichtsklasse auf jeder Seite des Boots haben. Und Aviander, ihr seid gut mit der Hand mit dem Paddel? Nehme ich an. Was meint ihr damit? Ihr ich stehe hinten und motiviere. Ihr kennt euch ein wenig aus, ja?
Ihr könnt auch dieses provisorische Ruder benutzen, diese Pinne, die ich dort angebracht habe. Okay. Das kann ich. Sehr schön. Gut. Wir stoßen jetzt ab, dann halten wir uns erstmal ein wenig. Ein Moment. Wie wollen wir dieses Floß taufen? Oh. Es gehört sich nicht, ein Floß zu Wasser zu lassen, ohne es zu taufen. Das bringt Unglück. Ja, aber mir, das war auch gerade meine größte Sorge, dass das Floß nicht getauft ist. Ihr habt es gebaut, ihr sucht euch schon was aus. Dann nennen wir es Darpatia. Ihr habt heute aber wirklich euren kreativen Tag. Ich weiß. Ich glaube, jetzt wird es mit Absicht sinken. Also. Ich nehme jetzt erstmal Wasser von diesem Fluss in die hohle Hand. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Darpatia. Mögest du uns treue und gute Dienste leisten auf unserer Reise. Ich bin froh, dass du keinen Heiltrank von Raphim gegen das Floß haust, um es zu taufen. Nein, das wäre in letztes übertrieben. Wenn wir Ingerim unsere Seele genießen. Ihr seid Horasier. Weiß man nie. Was soll das denn wieder heißen? Dass ihr ein komischer Haufen seid. Kannst du jetzt rudern? Ich habe leider keinen Bosporania hier, aber nun ja. Ja, so steigt ihr auf das kleine Floß auf den Gartenzaun und Raphim kann sich dann mit einem kräftigen Tritt davon abstoßen, sodass ihr jetzt alle schwankend auf dem Gefährt steht und ihr direkt von der Strömung ergriffen werdet. Und ja, erstmal lustig zusehen könnt, wie ihr jetzt an der Uferseite entlang treibt. Ziemlich an der schnell. Uferseite. An der Uferseite halten wir uns aber erstmal. Ich blicke mal sehr intensiv über mich um, schaue nach Lex. Oh, aber mir kannst du halten. Wir nehmen auch kein Wasser an. Ja, ich bin überrascht. Gut, dann wenden wir uns ein wenig nach rechts um und dann schauen wir, ob wir den Fluss überqueren können. Aber seid vorsichtig. Also, Raphim, du fängst jetzt an zu rudern, bis wir gewendet sind und dann aufs Zeichen alle Mann gleichzeitig. Und los. Aviander wird jetzt erstmal sich hinten an die Pinne stellen, wenn ihr die dann ja dran gebaut hattet. Abel, mir war ja nicht mal sicher, ob es Finne oder Pinne heißt, aber sie wird mal versuchen. Ja, und sie hält die Pinne ins Wasser, stellt dann aber fest, dass die Qualität des Bootes das gar nicht hergibt und es sich unglaublich träge lenken lässt. Also die Pinne scheint wohl zu funktionieren, aber es gibt kein Kiel, kein Heck, irgendwie, was dann das Wasser an die richtige Seite verdrängt würde. Also das Einzige, was passiert, ist, dass ihr euch dann auf diesem quadratischen oder rechteckigen Gartenzaun so ein bisschen dreht. Mehr verlange um die eigene Achse. Mehr verlange ich doch auch gar nicht. Es dreht sich in die richtige Richtung. Das ist das Schwierigste am Rudern. So, und jetzt alle gleich an. Und stecht. Und los. Ihr könnt sehen, wie die Bäume an euch vorbeiziehen. Das ein oder andere Mal, dass ein Baum dann auch noch ins Wasser hängt, irgendwie so eine Trauerweide. Und ja, so wirklich vom Ufer weg kommt ihr nicht. Also ihr seid immer noch auf diesen 2 Metern, die euch da Raphim abgestoßen hat mit seinem kräftigen Beinstoß. Und ja, ihr seht, wie Romulus größer wird. Rudern wir denn schon? Ja, ihr könnt gerne mal eine Bootefahrenprobe mir geben. Von Raphim und Iserun bekomme ich eine Bootefahrenprobe plus 6 und von den anderen beiden plus 10. Also plus 15, wenn ich ableiten muss auf Seefahrt. Wenn du ableiten willst, nochmal eine plus 10, ja. Also plus 20? Das wird könnte gut. Das mirakeln. Das wird gut. Du kannst das mirakeln? Bootefahren ist kein Mirakel plus Talent, aber ich könnte das mirakeln. Minus aber 26. Bei minus 6, minus 23 von Abelmir, ich glaube nicht, Tim. Nicht mit dem Kopf rein, Abelmir, nicht mit dem Kopf rein. Ja, ihr seht zu, wie die Bäume schneller und schneller werden und guckt fasziniert. Immer mal wieder so ein Spatenstich von Abelmir oder von so ein Gartenzaun, der dann nach unten gestarkst wird. Und also in die Mitte kommt ihr nicht. Ihr könnt wohl noch so ein bisschen das Strudeln und das Rauschen vom Wasser hören, was ein bisschen lauter wird. Aber ihr bewegt euch immer noch auf der gleichen Stelle. Immer mal wieder so ein paar Bäume und Zweige, die nach euch schlagen, als ob sie euch verhöhnen, als ob der graue Mann euch auslacht. Ihr bekommt alle 1W6 Ausdauerschaden von den Bäumen. Also die Hälfte. Könnt auch Rüstung abziehen. Das ist nicht wirklich viel, was dabei rumkommt. Aber die Ausdauer könnt ihr euch eintragen. Also es ist ein echter Ausdauerverlust. Sind wir immer noch 2 Meter vom Rand entfernt? Ja. Dreht euch gerade wieder so ein bisschen, ne? Also, Aviander kommentiert das dann auch so ein bisschen, ja, sie als Reise, das ist halt aufregend und
Teilweise holt sie dann auch die Pinne so ein bisschen raus und versucht die nochmal wieder nachzujustieren und das ist gerade katastrophal. Rafim! Das haut nicht hin! Wir müssen zurück! Nimm die Stange! Ja, Abbruch, aber ganz schnell. Hau mal die Stange in den Boden und möchte uns näher ans Ufer bekommen. Ja, kein Problem. Auf der anderen Seite selbiges ist. Rote fahren, plus 6, beziehungsweise plus 10. Was denn nun? Ich meine, ich schaff ja, beides für dich, nicht. Für dich plus 6 und für Jalan plus 10, weil er auf der falschen Seite sitzt. Was heißt falsche Seite? Du hast ein schlechtes Boot, also gar kein Boot, und du hast nicht mal ein Ruder. Also du ruderst und paddelst mit einem Spaten. Einen Punkt! Wir paddeln nicht, wir nehmen jetzt die Starkstange. Ja, du kannst gar nicht reinstarken. Nur Rafim kann auf seiner Seite reinstarken. Wir haben das Boot doch gedreht. Wir sind auf derselben Höhe. Nein, ihr habt es nicht gedreht. Die Pinne funktioniert nicht. Das dreht sich die ganze Zeit. Aber wir können es doch um uns selbst drehen. Nein, das macht nichts, was wir wollen. Das dreht sich einfach nur, okay, jetzt aber wir drehen es unkontrolliert. Genau. Wir haben Torians erstes Karussellboot gebaut. Ja, warte, ich schieb die 17. Wenn Rafim das geschafft 17, hat, dann kann los. Ich diese... Warte, reicht das dann? Ja, das würde dann reichen. Ich brauche... 2... Ja, ich brauche 12 oder weniger. Ich habe schon gesagt, dass ich schippe. Ich habe nur... Also hast du es nicht geschafft. Wir fehlen 3. Immerhin ein bisschen näher jetzt dran an dem... Ja, also du hast es so ein bisschen dich in die Richtung gestarkt und dann merkst du wohl, dass Jalan auf der anderen Seite, ja, er schippt irgendwie so ein bisschen Wasser nach und ihr dreht euch weiterhin, sodass jetzt ihr euch genau einmal gedreht habt. Ich muss gerade mal schauen. Abel mir sitzt... wir machen das Karussell einfach mal ein bisschen weiter. Würde euch das hier angucken, wie ihr jetzt aktuell sitzt. Das Problem ist jetzt, dass Iserun immer noch eine Starkstange in der Hand hat und Jalan hat einen Spaten, der als Ruder dient. Und jetzt ist das Kräftegleichgewicht eben auch so verteilt, dass Rafim und Jalan auf einer Seite sitzen. Okay, wir springen jetzt alle von diesem lächerlichen Stück Holz hier an Land. Ruder erstmal weiter, wir können das Ding noch an Land setzen. Richtig, Abelmir, euer Seil, dort drüben an der Trauerweide. Wenn wir da dran vorbeikommen, haltet ihr es fest und ich halte euch fest. Gut, eine hervorragende Idee. Hier ist der Stab. Ja, du packst gerade den Stab, da siehst du, das ist der Baum, an dem Iserun gerade vorbeigedeutet hat. Ihr seid einfach so schnell, müsstet ihr euch jetzt den nächsten Baum suchen. Aber da ist auch schon der nächste, der auf euch zurast. Ja. Ihr bekommt ein weiteres Mal 1W6 Ausdauerschaden, wie gesagt, echte Verluste. Als einmal Schadenspunkte, die dann halbiert sind, abgezogen mit der Rüstung, aber echte Ausdauerverluste. Und dann hast du deinen Stabgriff bereit. Dann bekomme ich eine weitere Ritualkenntnisprobe, um in den Seil zu kommen. Ist nicht notwendig beim Seil. Achso, einfach auf den Boden tocken für einen ASP und dann. Ein ASP ansetzen und dann. Okay, gut. Ja, dann hast du eine Peitsche in der Hand. Ein Seil habe ich in der Hand. Ja, sag ich ja. Und dieses Seil schlingt sich auf meinen Willen um diesen Baumstamm herum. Und ich halte das andere Ende, drehe es nochmal um mein Handgelenk, sodass ich nicht abrutschen kann. Und halte es fest. Jetzt, Iserun! Ja, ich halte Abel mir fest. Dann würfel mal bitte eine Athletik plus 5. Okay, Körper.